Ja, hallo liebe Theaterfreunde, ich sitze hier mit unserer Chefbühnenbildnerin, unserem Cheftechniker und ja, stellt euch doch gerne mal vor. Ja, ich bin Lisa, ich mache hier das Bühnenbild, ich bin seit 9 Jahren am Weiher Theater. Ja, ich bin gelernte Raumausstattermeisterin und bin ein Quereinsteiger quasi, habe hier sehr klein angefangen, habe mit Kollegen gearbeitet und mittlerweile schmeiße ich den Laden quasi alleine. Ja, ich bin Jochen. Ich bin seit 1.1. dieses Jahres hier im Theater und meine Aufgabe ist die technische Leitung für das Weihertheater und auch fürs Boulevardtheater. Ein paar Wochen bevor die Proben anfangen, haben wir immer eine Konzeptbesprechung und wie läuft das denn dann so ab? Ja, wir sind ja ein relativ großes Team mittlerweile. Wir haben Kostüm, Maske, Technik und Bühnenbild. Das wird natürlich vorher besprochen und alle bereiten das vor. Und ich zeige dann, was ich geplant habe an Bühnenbild. Und so finden die einzelnen Bereiche zueinander. Da fällt dann auch nochmal auf, nee, da muss da nochmal was geändert werden oder hier nochmal was geändert werden. Und das ist eine wichtige Sache auf jeden Fall, damit man da nicht am Ende dasteht und alles aufgebaut ist. Ja, es ist bestimmt auch gerade zwischen Technik und Bühnenbild ziemlich spannend, was der eine geplant hat, was der andere geplant hat. Genau. Ihr müsst ja sehr eng dann zusammenarbeiten. Ja, wir sprechen natürlich vorher schon immer, stimmen uns ab, aber jetzt kommen ja noch die anderen Gewerke hinzu und da ist das schon ganz wichtig, dass man sich wirklich austauscht, dass man auch mal zeigt, was hat man bis jetzt sich ausgedacht und dann kann man die Feinheiten besprechen und auch gucken, klappt das tatsächlich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt mal auf das Stück bezogen, das erste Stück im Boulevardtheater und immer wieder zahlt das Amt. Wann hast du denn ungefähr angefangen, dieses Bühnenbild zu planen und wie lange dauert es denn, so ein Bühnenbild aufzubauen und gibt es denn irgendwelche Besonderheiten? Ja, in diesem Fall hatten wir ja ein bisschen mehr Zeit durch Corona. Deswegen habe ich im Januar schon angefangen mit der Planung und deswegen habe ich mir den Plan erstmal vorgenommen, habe das Ganze in den PC eingearbeitet, habe quasi ein 3D-Modell am PC gemacht und habe versucht, dem Ganzen so ein bisschen mit Tapete, Farbe und Stoffen meine Handschrift zu geben. Und die Besonderheiten, dadurch, dass ich eben die Zeit hatte durch Corona, habe ich mich so ein bisschen im Türbau und in der Malerei probiert, habe die Zeit ein bisschen genutzt und das ist für mich eigentlich so das Besondere, sag ich mal. Also, dass du auch dann so kreativ sein kannst und Sachen probieren kannst und machen kannst. Beim Amt sind ja die Türen auch mit das Wichtigste, weil da geht ja eine Tür auf, die andere geht zu, da ist ja ein ständiges Hinherrennen. Genau. Also sehr spannend. Ja, es hat eben ein bisschen länger gedauert, aber so im Normalfall brauche ich so 4 bis 6 Wochen für ein Bühnenbild, je nach Aufwand halt. Ne? Genau. Ja. Und das machst du dann aber auch alleine oder hilft dir dann dabei? Genau, also wir waren vorher zu zweit, mittlerweile mache ich es alleine und in Zukunft wird man dann einfach mal gucken. Das Team wird ja immer größer und wir unterstützen uns hier alle gegenseitig und wenn ich dann mal Hilfe brauche, dann ist auch immer jemand da, der mir dann hilft. Ja, super. Ja. Und wie ist das denn in der Technik? Also ist das auch mit der Planung, braucht ihr da auch ungefähr so lange? Wie läuft das da denn ab? Ja, also die Planung dauert bei uns nicht ganz so lange. Gut, jetzt ist es so, dass das Stück Amt ist jetzt ja eine komplett Neueinrichtung. Da dauert das ein bisschen länger. Ja, ist natürlich auch spannend. Ein neues Theater muss natürlich technisch komplett neu eingerichtet werden. Die Lampen müssen eingerichtet werden. Ich kenne mich da ja nicht aus. Mhm. Aber es ist natürlich spannend, dass man dann an einem neuen Theater alles komplett erstmal einrichten muss. Genau. Und bei dem Stück Kalenderboys wird es dann tatsächlich technisch ein bisschen aufwendiger. Da haben wir auch Nebel dabei und da muss man wirklich gucken, dass man mit der Brandmeldeanlage das alles im Griff hat, nicht dass dann tatsächlich in Wirklichkeit die Feuerwehr vorkommt. Das möchten wir nicht. Das war eine schöne Show, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Kalenderboys ist das zweite Stück der Saison, ist auch schon im Verkauf, also könnt ihr auch schon Karten verkaufen. Das hört sich doch alles total spannend an und dann sage ich Dankeschön und Gerne. Bis bald, auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.